Neuer Morgen, neues Glück. Heute geht's auf zum Schwimmen, wie jeden Morgen. Ich warte gerade noch. Oh, das ist fällig. Vormittag ging mit einer schönen Schwimmeinheit los. Heute Sprinttag, ziemlich hart, aber fair. Und ja, dann gab es noch eine kleine Laufeinheit. Oft starte ich eigentlich mit der Radfahrt und mache die Laufeinheit danach, heute mal so rum. Und immer schön einen Proteinshake rein, damit ich mich schnell erhole. Ich merke, das macht einen riesen Unterschied. Habe ich sonst auch immer nicht ganz so regelmäßig gemacht, aber jetzt mache ich es eigentlich wirklich nach jeder Laufeinheit. Oder nach wirklich jeder Trainingseinheit und merke schon einen Riesenunterschied. Die Erholung ist einfach wesentlich besser. Werd wahrscheinlich auch nicht jünger. Und ja, daran muss ich zurzeit auch natürlich und die letzten beiden Jahre auch viel gedacht. Man denkt immer so, ja, das hast du in der Vergangenheit gemacht und man wirft sich auch viele Sachen vor und wie ist zu der Verletzung gekommen und hier und da und dort, aber unterm Strich. Klar, auf jeden Fall analysieren, woran lag es, wie ist es dazu gekommen, aber man darf nicht zu viel drüber nachdenken und an einem gewissen Punkt muss man dann auch irgendwann entscheiden, okay, das war's, genug drüber nachgedacht, jetzt droppe ich das und lass das fallen. Hab draus gelernt, wie man es nicht macht und gehe nach vorne und schaue nach vorne und arbeite hart oder mehr cleverer, besser gesagt. Cleverer, gebt mehr und teile auch die Erfahrung, weil ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Schritt. Ich habe auch eingewilligt, dass wir zum Beispiel die ganzen Röntgenbilder und den Krankenverlauf in der Studie mit meinem Physio und Arzt teilen werden. Einfach, dass es anderen Leuten auch helfen kann, in Zukunft genau solche Verletzungen zu vermeiden. Also ich denke, das ist auch ein wichtiger Part davon, seine Geschichte teilen, damit andere den Fehler nicht machen. Genau, und das Beste geben und man kann nur versuchen, nach vorne zu gucken und das mache ich. So, jetzt geht's erstmal aufs Rad und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr. War die Radeinheit. Also ruhiges G1 heute, davon passiert jetzt auch viel. Das ist immer so die Geschichte, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, muss halt auch so ein bisschen das vergessen, was man drauf hatte.
Sonst erinnert man sich an die Wattwerte oder an die Einheiten, vor allen Dingen, die man durchgezogen hat. Immer, hey, es muss ja jetzt möglich sein, hier 4 Stunden lang das durchzuziehen oder dies und das. Und da muss man sich halt auch eingestehen können, dass man nicht auf dem Niveau ist und sich da hocharbeiten muss und nicht das ganze Jahr topfit sein kann. Ich denke, das ist eine Lektion, von der habe ich schon mal erzählt, die habe ich auch verstanden. Das Problem ist halt nur einfach, dass man so ein bisschen den Motivationsdrive dadurch auch verlieren kann, wenn man feststellt, dass zurzeit nicht das geht, was mal ging. Und ich hatte damals so einen schönen Hashtag, der hieß Appreciate the Journey. Und das bedeutet halt, dass man darin so ein bisschen aufgehen sollte, ja, in dieser Entwicklung der Fitness. Und das auch auskosten sollte. Das heißt, wenn man jetzt nicht total ripped ist im Winter, alles gut. Ja, ist auch ganz gut, wenn man 1, 2, 3 Kilos mehr drauf hat. Damit man vor allen Dingen, wenn es kalt ist im deutschen Raum, sich nicht irgendeine Unterkühlung oder irgend so ein Mist abholt und dann nicht trainieren kann. Da ist, wie ich auch immer so schön sage, Consistency King. Ja, also wenn man lieber schön durchtrainieren kann, das hilft dann mehr, als wenn man überzockt und dann rumliegt, sich verletzt oder krank ist. Ja, genau. Also, was ich damit sagen will, akzeptieren, wo man zurzeit ist und Spaß bei der Sache haben und sich seine Routine aneignen und Woche für Woche, Tag für Tag das Beste machen, was man machen kann und nach vorne schauen und mit seinem System arbeiten. Ich denke, wir haben ein ganz gutes System entwickelt und wissen auch, wie wir mich nach vorne bringen können und wissen, worauf ich gut anschlage. Und das wäre jetzt nicht übertreiben. Ich muss mich wirklich noch zurückhalten. Ist natürlich jetzt schön und gut, dass ich wieder laufen kann. Guckt man sich so alte Zeiten an und denkt, boah, ich will jetzt aber schon mal wieder richtig schön schnell in 10er laufen können und so. Ich denke, das kommt alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu viel Gas gebe. Auch eine Lektion, wie gesagt, das Gleiche. Man kann nicht immer das gleiche Fitnesslevel haben und man muss es auch genießen können, wieder aufzubauen. Und mir macht es jetzt Spaß, wieder in meine Routine reinzukommen. Und jetzt sorgen wir für ein kleines bisschen Abwechslung noch und machen ein bisschen Date Night. You're having fun? Getting ready. You're getting ready? Yeah. To Topgolf? Getting there. Select new game. What's up, Biz? What's up, Biz? Deshalb ist die Off-Season auch so wichtig, um wirklich mal 2, 3 Wochen nicht an Triathlon zu denken. Das sage ich meinen Athleten. Denkt an was anderes. Ja, wenn ihr sonst nur auf der Straße unterwegs seid, okay, fahrt mal Mountainbike. Aber vielleicht macht auch gar nichts Swimbike-Run-mäßiges, sondern geht nur wandern oder geht mal in den Kletterpark, ja, auch andere Gedanken kommen und wirklich mal Kopf und Körper richtig erholen lassen, um mit frischer Energie wieder ans Werk zu gehen. Und ich merke auch, dass ja, diese Zwangspause, die ich jetzt wirklich durch diese Verletzung hatte, mir stark geholfen hat, mental wieder alles mal ein bisschen einzusortieren. Vor allen Dingen nach den einfach brutal vielen Sachen, die in meinem persönlichen Leben passiert sind. Und ja, genau, das hatte ich in 17 nicht wirklich. Da habe ich immer um Gas angezogen und weiter. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Lektion, die ich gelernt habe. Wirklich, wirklich rausnehmen, um sich zu sortieren vor allen Dingen. Das sind so Geschichten, wenn man immer viel zu tun hat und es gibt ja viele Alpha-Tiere, ihr wisst, was ich meine, große, ambitionierte Leute im Sport bei uns im Triathlon und gerade für die ist es, glaube ich, auch wichtig, mal sich zu orientieren und zu überlegen, hey, was habe ich gemacht, wo soll die Reise hingehen, dann das abhaken und nach vorne schauen und so weitergehen. Und das wollte ich an der Stelle, wie gesagt, einfach nur nochmal gesagt haben, Schritt für Schritt gehen, das habe ich mir jetzt auch groß auf die Fahne geschrieben, nicht zu sehr an gestern denken, sondern an das gucken, was nach vorne losgeht und wo die Reise noch hingehen kann und Spaß haben dabei. Das ist auch sehr, sehr wichtig, nicht zu verbissen alles sehen. Und
die Routine wieder reinholen. Das ist auch eine andere Geschichte zum Beispiel. Es ist nicht schlimm, wenn ihr wiederholende Einheiten jede Woche habt, so quasi Basisstation im Trainingsplan. Das heißt nicht, dass euer Coach oder so nicht kreativ ist, sondern das bedeutet einfach, dass das die Basisbausteine sind, und denen wir Schritt für Schritt aufbauen können. Und darum geht's. Das ist ein wichtiger Punkt. Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, ich biete Coaching an. Link ist unten in der Beschreibung. Abonniert gerne. Ich freue mich. Und danke für das positive Feedback nach dem letzten Video, dass es wieder losgeht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und die Reise mit mir geht. Alles klar. Macht's gut. Bis demnächst. Eat your daddy. Eat your daddy.